Hey ihr Lieben, wo immer ihr auch seid, herzlich willkommen im Kitchen Club. Heute gibt's wieder Feinstes. So Food. Und ich freue mich, einen wunderbaren Gast dabei zu haben und begrüße ganz recht herzlich Echo Fresh. Yeah. Freezy. Bora, Echo, Ekrem, wie was gibt's noch? Du weißt nicht, was es gibt, du bist einfach gekommen, dafür bedanke ich mich schon mal sehr. Und ich hoffe, das trifft deinen Geschmack. Es gibt heute einen Lammkebab mit einem geräucherten Joghurt und türkischem Reis. Geil. Eine Sache habe ich noch vergessen, dazu würde ich noch machen ein bisschen Auberginen-Tatar. Ich finde, Aubergine passt auch perfekt. Yeah. Und genau damit müssen wir auch anfangen, weil die braucht eine Weile. Schmeckt aber total lecker, ich finde Aubergine ist sowieso mega unterschätzt. Geht sehr, sehr einfach. Und zwar schneidet man die einfach hier so ein bisschen ein, damit die schneller gart und gleichmäßiger gart. Ofen habe ich vorgeheizt, 160 Grad, gehe gleich noch mal ein bisschen höher. Wie ist es denn generell bei dir mit Kochen? Ich mache ein gutes Frühstück zu Hause. Ich bin so der Frühstücksminister. Ja, was gibt's dann? Natürlich auch türkisch. Sucuk mit Ei ist immer mein Lieblingsgericht. Da gebe ich jetzt einfach so ein bisschen von deinem Knoblauch oben drauf. Ich habe Öl drauf gegeben, also man kann das dann auch so ein bisschen auseinander machen. Ich habe extra eingeschnitten, dass das Öl so ein bisschen da reinläuft. Ne? Mm. Und dann einfach ein bisschen Salz, ein bisschen Gewürze. Hier können wir zum Beispiel so ein bisschen Thymian noch drauf geben. Ja, du machst das jetzt nach Gefühl, ne? Ja, das sind so Sachen, die man nicht nach Rezept machen muss. Die gehen jetzt einfach ab in den Ofen. Da bist du jetzt bei 180? 180 Grad, genau. Dann würde ich fast sagen, wir gehen jetzt direkt schon an den Reis. Zum Reis über, ja. Oh, ich sehe ja schon hier, das ist schon vorbereitet. Genau, und ich habe tatsächlich eine Mitarbeiterin von mir, die Nursel, und in der Küche, bei der habe ich mir so ein bisschen Tipps geholt. Mhm. Und die hat mir eben auch diesen Reis gekauft. Das, ich weiß nicht, ob du den kennst. Natürlich. Den kennt jede türkische Familie. Was viele gar nicht wissen, ist, dass in den türkischen Reis Nudeln reingehören. Ja, ja. Und die sehen gar nicht so aus, aber das sind diese Nudeln. Was sie mir gesagt hat, ist, dass man den Reis auf jeden Fall erstmal waschen muss. Ich würde jetzt trotzdem erstmal ein bisschen normales Öl dazugeben, um die Reisnudeln ein bisschen anzubraten. Die Butter gebe ich dann gleich dazu. Also ein bisschen anbraten, damit wir diese Röstaromen haben. Oh, davor hat Nursel mich gewarnt. Sie sagte, es geht relativ schnell, dass es dunkel wird, dass es zu braun wird. Und genau das, da sind wir jetzt kurz davor. Jetzt gebe ich die Butter dazu, ein bisschen mit der Temperatur runter, damit uns die Molke nicht verbrennt. Pass auf, jetzt gebe ich den anderen Reis mit dazu. Lass den eben auch noch mal so ganz leicht mit anschwitzen, aber farblos. Und dann tue ich jetzt etwas, wofür ich auf ewig geächtet werden könnte. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe hier gekörnte Brühe. Mhm. Etwas, womit man als Koch niemals arbeiten würde. Und ich weiß nicht, was ich für einen Shitstorm bekomme, aber ich mache es jetzt einfach, weil ja in diesen Länderküchen, also ich kenne das eben auch aus der ghanaischen Küche, wenn man Jollof Rice macht oder so, wird halt mit künstlichen Aromastoffen gearbeitet, mit gekörnter Brühe. Okay, pass auf. Ich gebe dann jetzt hier Wasser drauf, was ich dann eben zur Brühe mache. Wir lassen es einmal aufkochen und dann kommt der Deckel drauf und gehen runter mit der Temperatur. So, Auberginen sind im Ofen, Reis ist im Topf. Lass uns an den Kebabspieß gehen. Also für unsere Lammspieße habe ich hier Lammfilets. Sehen sehr, sehr schön aus. Die pariere ich mir noch ein bisschen. Das heißt, hier hat man so eine kleine Sehne. Die nehme ich noch so ein bisschen weg. Ja, während ich das Lamm pariere, kannst du mir erzählen, was du gerade am Start hast? Ich glaube, du bist wieder so ein bisschen mehr Richtung Musik unterwegs. Ja, das ist ja meine Kernkompetenz, hoffe ich. Ne? Wievielte Album ist das jetzt? 12. Alter Falter. Für den Lammspieß, Lamm habe ich pariert. Jetzt würde ich gerne ein bisschen Paprika dazugeben. Schneide ich einfach hier oben und unten so ein bisschen ab. Ja. Und ich schäle den, denn ich hasse Paprika mit Schale. Kleines Kindheitstrauma. Pass auf, du kannst die Zwiebel halbieren. Und dann brauche ich hier diese Zwischenstücke so ein bisschen. Ich mache den Paprika fertig. Einfach das Kerngehäuse rausschneiden. Jetzt drehen wir den Spieß um. Genau. Ja, wir haben alles vorbereitet für die Spieße. Müssen nur noch das Lamm schneiden. Spießen wir auf und dann hast du ja gesagt, dass du grillen kannst. Ich grille gern. Ja, dann kannst du es gleich mal beweisen. Lass uns einmal kurz in den Reis reinschauen. Ah, das sieht schon sehr danach aus, muss ich dir sagen. Ja? Ist so, ne, oder? Mhm. Aber fast gut. Original. Mmh. Nelson. Ich glaube, da kann man nichts sagen. Ich glaube, ein bisschen brauche ich wahrscheinlich noch. Die Auberginen sind schon richtig schön zusammengefallen. Die sehen auch richtig nice aus. Ja? Und das müssen wir gleich eben nur noch auskratzen, zusammenschneiden, abschmecken. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, das ist so lecker, müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. So, das Fleisch schneiden, da meinst du so in so
so quer quasi, ne? Damit das so Stückchen sind. Hab ganz genau, perfekt, ja. Ja, und dann schauen wir einfach, dass wir es wirklich abwechselnd aufspießen. Vielleicht hier mit so ein bisschen so einer Zwiebel. Ja. Dann wieder so ein bisschen Fleisch, Paprika, Zwiebel. Ich finde, das ist ein schöner Spieß. Den würzen wir dann gleich richtig noch. Ja. Da gehe ich gleich mal in meine Kräuter-Gewürztrickkiste. Mhm. Ja, unsere Lammspieße sind fertig. Bevor wir sie auf den Grill geben, brauchen die natürlich eine perfekte Marinade. Wow. Bist du zufrieden? Total. Okay, pass auf. Dafür brauchen wir Paprika, einmal scharf, einmal edelsüß. Ein bisschen Thymian, den rebel ich einfach so ein bisschen ab, oder den kann man auch hier einfach so ein bisschen locker runterschneiden. Du hast mir netterweise ja noch einmal Knoblauch hier hingelegt, auch den brauchen wir. Den müssen wir noch mal ein bisschen feiner schälen. Genau, den Knoblauch, den gebe ich einfach hier so mit dazu locker. Hacke das zusammen alles einmal noch mal schön richtig durch. Mal so ein bisschen andrücken hier. So, dann nehmen wir uns einen Teller, Paprika süß und scharf. Dann ein bisschen Olivenöl und dann können wir da drauf oder damit eben die Spieße so ein bisschen marinieren. Beim Grillen ist ja das Spannende, dass man eigentlich nicht viel Fett braucht, sondern wirklich nur so einen kleinen Film. Ich habe dir hier meine Grillplatte erhitzt. Ja. Würde mich jetzt um die Aubergine kümmern. Ich mach mal jetzt einfach, ja? Drauf gerne. Los, ja? So, die Auberginen sind fertig. Guck mal, hier kann man das jetzt so ein bisschen wegkratzen und dann siehst du, wie schön soft die geworden sind. Mhm. Und das kratze ich jetzt einfach hier locker raus. Und das Aubergine-Tartar, das hacke ich jetzt einfach nur so ein bisschen. Mhm. Pfeffer finde ich wichtig. Ich gebe hier auch noch mal ein bisschen Schärfe drauf. So, hier haben wir jetzt unseren schönen Aubergine-Tartar. Wirklich sehr, sehr easy, nicht viel drin. Aubergine gegart mit Knoblauch und ein bisschen Kräutern. Salz, Pfeffer, bisschen Paprika drin. Ansonsten macht das einfach so nach Gusto, nach Gefühl, aber wirklich einfache Kiste. Tolle Konsistenz. Klein gehackt, stellen wir zur Seite. Jawohl. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mit Joghurt arbeiten, als kleine Soße, damit das Ganze schön saftig ist. In der türkischen Küche auch hier wieder alles mit Joghurt. Und ich kenne das von früher, wir haben auch teilweise, das ist so ein bisschen das arme Rittergericht bei uns, einfach Joghurt mit Brotstückchen drin. Hatte meine Mutter gemacht, sie hat ein bisschen Öl reingemacht und das habe ich so gegessen. Okay. Weißt du? Apropos armer Ritter, dein Album heißt ja auch Excalibur, ne? Genau, stimmt. Wie bist du darauf gekommen? Na, ich dachte, ich mache immer so Wortspiele mit meinem Namen. Ich hatte ja auch schon ein Album, das hieß Exodus. Ich hätte ein Album, das hieß Act to the Roots. Und ich dachte, es ist an der Zeit, das Excalibur zu nennen. Das ist ja das Schwert, was nur ein Ritter aus dem Stein ziehen kann. So, ja? So, für meinen Joghurt habe ich jetzt noch mal so ein bisschen Knoblauch. Du merkst, Knoblauchliebe ist da. Ich gebe rein Salz, Pfeffer. Und dann habe ich mir was Besonderes ausgedacht für uns heute. Und zwar habe ich mir eine kleine Shisha der Küche mitgebracht. Jetzt kannst du mir das hier drunter halten hier. Der Rauch, den pustest du jetzt richtig schön hier rein. So, was jetzt hier ein bisschen aussah wie Chemieunterricht erste Stunde in der 5. Klasse, war einfach nur eine Kalträucherpistole, die wir genommen haben, um den Joghurt einfach so ein bisschen kalt zu räuchern, weil das gibt einfach einen richtig schönen Geschmack. So, wir sind jetzt fertig, wir können jetzt anrichten und wir sehen uns gleich. Reis. My Bro, halt dir extra sich was Türkisches einfallen lassen. Ich weiß das sehr zu schätzen, Bro. Rudi, was ist los, ja? Geil. Nehmen wir uns unser Aubergine-Tartar hier. Eine schöne Nocke vielleicht davon. Eins, zwei. Da geben wir natürlich noch mal ein ganz bisschen mehr Salz drauf. Den dann einfach hier so schön reinfallen lassen. Ja. Locker. Ja, der fällt auch so von selber so ein bisschen. Ein bisschen was Grünes irgendwo noch mal dran setzen. Ich finde es schön, dass wir mal zusammen gekocht haben. Mhm. Lammkebab, geräucherter Joghurt, Aubergine-Tartar. Und mein erster türkischer Reis. Okay, Bro, das Beste kommt zum Schluss. Und dann lass mal probieren. Ich fange direkt mal mit dem Reis an. Okay. Da bin ich gespannt. Nicht dabei. Meine war vorhin schon ganz gut. Ist jetzt noch mal ein bisschen weitergezogen. Mmh. Wirklich, wie ich das aus der türkischen Küche kenne. Mhm. Schön fluffy, ne? Schön gepufft. Voll. Mhm. Ganz bisschen Salz muss noch drauf. Aubergine war eine super Wahl. Kommt so geil dazu. Mhm. Sehr gut. Passt super zu dem Joghurt. Die Marinade. Ja? Mhm. Mein Lieber, wir sind Bros, ne? Aber du weißt ja, in Deutschland, wir sind eine Leistungsgesellschaft. Ja. Ja? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du mein Gericht bewerten? Unser gemeinsames Gericht. Ich würde jetzt mal, damit immer noch ein Raum nach oben ist, mit 9 gehen. Mhm. Das schmeckt mir super. Mhm. Eigentlich fehlt es mir an nichts. Bin total begeistert. Du willst damit nur sagen, dass du nochmal kommen willst?
Genau. Ne, weil du bist ja ein Perfektionist und hast ja jetzt gerade schon gesagt, ja, vielleicht hätte ich da mehr Würze und so. Deswegen gebe ich noch ein bisschen Raum. Aber es ist einfach geil. Mega. Ich habe das noch nie so erlebt, deswegen Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, mit einer 9 von 10 kann ich super leben. Probiert es gerne mal aus. Kocht das Rezept nach. Kauft euch das Album. Excalibur. Mhm. Album Nummer 12. Mhm. Und ja, bleibt uns gewogen. Macht's gut. Passt auf euch auf. Kocht euch was Schönes. Denkt daran, Soul Food bedeutet, sich und seinem Körper und seiner Seele was Gutes zu tun. Also gut einkaufen, sich auch mal Zeit nehmen, runterkommen, vielleicht mal ein Gläschen Wein dazu. So, und wenn ihr noch weitere so leckere Gerichte sehen wollt oder auch probieren wollt, dann abonniert meinen Kanal. Euer Nelson Müller und bis bald. Peace.